So, wir haben jetzt hier den Artikel Flash von Panda. Das Witzige hierbei ist, dass der Artikel ursprünglich, ich glaube, in Kategorie 1 eingestuft werden sollte und auch in einigen Shops unter Kategorie 1 verkauft wird. Jedoch haben wir hier eine F2-BAM-Nummer und auch hier die Einstufung in Kategorie 2. GP1524. Zum Beispiel auch bei Röder Feuerwerk findet man die Teile im Jungfeuerwerkssortiment. Von daher denke ich mal, es ist einfach nur ein grober Druckfehler. Hier die CE. Wie man es bei Panda eigentlich gewohnt ist, findet man hier auch keine weiteren Angaben zur NEM und zum Hersteller. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns die Teile einfach mal an. So, das sind sie. Sind eigentlich an sich ziemlich groß. Auch größer als die normalen Leuchtteiler, wie man sie von Weco oder Keller kennt. Sehen aber vom Aussehen her so ähnlich aus. Jedoch, wenn man mal dieses pinke Papier abmacht, sieht man auch, dass der Satz noch in so einer Papphülse reingepresst wurde. Ja, an sich ziemlich groß, muss man wirklich sagen. 6 Stück sind davon in so einer Schachtel drin. Bin echt mal überrascht, ob die denn auch wirklich besser sind als zum Beispiel die Leuchttaler von Keller oder Weco. So, jetzt die Panda Flash.